Gehebelte Hedgefonds halten aktuell Shortwetten auf Bitcoin in einer noch nie dagewesenen Größe. Eine extrem interessante Beobachtung, die aktuell Wellen macht und auch faktisch korrekt ist. Es gab von Hedgefonds noch nie so viele Bitcoin-Leerverkäufe. Wie dieser Fakt jedoch verstanden wird, da ist man sich aktuell sehr uneinig. Es gibt wirklich die verrücktesten Theorien. Zero Hedge selbst, der da das als erstes gepostet hat, ein Account mit 1,8 Millionen Follower, schreibt, wenn es reißt, wird es Volkswagen/GME, also GameStop, wie einen Amateur aussehen lassen. Also, dass wir dadurch wie eine Art massiven Short Squeeze für Bitcoin bekommen, noch größer und verrückter als angeblich der von GameStop. Und deshalb schauen wir uns genau diese Thematik im heutigen Video einfach mal genauer an, denn ich glaube, dass auch jeder, der allgemein verstehen möchte, was im Kryptomarkt momentan abgeht, der sollte auch das verstehen. Womit ich ganz kurz jedoch anfangen möchte, ist ein Ausblick für die kommende Woche, denn es ist schon wieder Montag und die Woche, die uns bevorsteht, hat es auch wirklich in sich. Zwar nicht wirklich Bitcoin-spezifisch, aber zumindest in Bezug auf die Makrolandschaft, und wir wissen ja, dass diese für Bitcoin genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, als beispielsweise Sachen wie die Bitcoin-Spot-ETFs. Ich habe dazu heute Morgen schon auf X einen kleinen Post für euch verfasst und es geht eigentlich erst Mittwoch richtig los, aber da haben wir am selben Tag die US-CPI-Inflations Daten plus das FOMC-Meeting der Federal Reserve, also die Zinsentscheidung der US-Notenbank, plus darauf folgend noch die Fed-Pressekonferenz und dann einen Tag später am Donnerstag direkt die PPI-Inflationsdaten, also die Produzentendaten, die die bevorzugte Metrik der US-Notenbank ist, um die Inflation einzuschätzen und somit dann die Entscheidung zu treffen. Jetzt, wir haben für Mittwoch zwar immer noch eine knapp 98% Chance, dass die Zinsen nicht gesenkt werden, dabei wird es auch höchstwahrscheinlich bleiben, obwohl wir ja aus Europa und Kanada bereits die ersten Kürzungen gesehen haben. Trotzdem wird es sehr wichtig sein, was die Fed bzw. Jerome Powell in der Pressekonferenz danach sagt und natürlich die beiden Inflationsmetriken, die letztendlich entscheidend dafür sind, was die US-Notenbank überhaupt macht. Und genau deshalb die kommende Woche eine sehr wichtige Makrowoche, die auch wieder für Bitcoin und auch für den Aktienmarkt richtig Volatilität bringen könnte. Das ist aber vor allem interessant, weil Bitcoin immer noch zwischen 69.000 und 72.000 US-Dollar tradet, ein Bereich, wo sich extrem viel Spannung in den letzten Wochen aufgebaut hat, denn es ist eine Range, wo wir darüber und darunter extrem viel Liquidität haben und viel Hebel, der halt einfach geflasht werden könnte. Etwas, das wir uns im letzten Video schon genauer angeschaut hatten. Heute soll es ja aber um die Hedgefonds gehen und dieses ganze Thema ist zumindest auf Twitter irgendwie so ein bisschen die Gegenseite zu den bullischen Spot-ETFs geworden. Also das bärische Argument, während sich die Institutionen, was ETF-Käufe angeht, hingegen in ihrer zweiten großen Akkumulationsphase befinden. Ich meine, Bitcoin-ETFs haben in der letzten Woche allein den Bitcoin-Mining-Vorrat für über 2 Monate aufgesaugt, denn die gekauften 25.700 Coins sind mehr als das Zehnfache der gemeinten Bitcoin, denn das waren nur 2.250. Dieses Thema Hedgefonds aber als bärisches Gegenargument hiergegen zu verwenden, ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn ja, wie gesagt, in einer noch nie dagewesenen Menge platzieren Hedgefonds momentan Shortwetten auf Bitcoin, aber das bedeutet nicht, dass diese Hedgefonds wirklich einen großen Abverkauf erwarten. Und man muss sich auch nicht die Frage stellen, obwohl das viele machen, ob diese Hedgefonds mehr wissen als wir Normalsterblichen. Klingt widersprüchlich, ist es auch irgendwo, wieso sollten diese ganzen Hedgefonds so massiv short gehen, wenn sie keinen Crash bzw. keinen Abverkauf erwarten. Wenn man sich aber mal die Dynamik, und das machen wir jetzt auch gleich, anschaut, dann wird man verstehen, wieso alles Sinn ergibt. Und die Erklärung für alles verbirgt sich eigentlich schon in der Definition eines Hedgefonds. Bevor wir uns diese aber direkt anschauen, für alle, die immer noch nach einer soliden Plattform suchen, um einfach sowie sicher in den Kryptomarkt einzusteigen, sei es in Bitcoin, aber auch in Altcoins, schaut euch unbedingt mal die Plattform Bitpanda an, die ich nämlich persönlich auch verwende. Bitpanda hat über 400 verschiedene Kryptowährungen zur Auswahl, kostenlose Ein- und Auszahlungen, viele, viele Extra-Funktionen wie beispielsweise Staking oder auch eine Sparplanfunktion, und man genießt alles auf einer BaFin-lizenzierten Plattform und damit auch mit den höchsten Sicherheitsstandards. Ich denke, es lohnt sich für viele, sich das zumindest mal kostenlos anzuschauen. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Damit unterstützt ihr nämlich auch diesen Kanal ein bisschen. Und damit jetzt aber zurück zum Video und zur Definition eines Hedgefonds, die uns nämlich erklärt, wieso wir diese historische Menge an Shorts haben. Ein Hedgefonds ist eine spezielle Art von Fonds, der oft aggressivere Strategien verfolgt, einschließlich der Nutzung von Leverage, in Klammern Fremdkapital, Derivaten und kurzfristig spekulativen Handelsstrategien. Hedgefonds zielen darauf ab, unabhängig von der Marktrichtung positive Erträge zu erzielen und haben in der Regel das Ziel,
absolute Erträge zu generieren, was bedeutet, dass sie versuchen, in jedem Marktumfeld Gewinne zu erzielen. Sie sind oft weniger reguliert als traditionelle Investmentfonds und stehen in der Regel nur qualifizierten oder institutionellen Anlegern offen. Es sind also am Ende Institutionen, große Unternehmen, die unabhängig von der Marktrichtung, also egal ob der Kurs fällt oder der Kurs steigt, Gewinne machen wollen. Und da gibt es eine ganz wichtige, spezifische Strategie namens Cash and Carry, was eine Art Arbitrage-Strategie ist, wo, Zitat, der Basiswert, also in dem Fall Bitcoin, auf dem Spotmarkt gekauft wird, sagen wir beispielsweise über die ETFs, das ist ja so gerade die Anlaufstelle für Institutionen, und gleichzeitig aber über Futures-Kontrakten verkauft wird, wenn diese Futures mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt werden. Mit dieser Strategie können Händler den Aufschlag bzw. die Preisdifferenz ausnutzen und gleichzeitig die mit Preisschwankungen verbundene Volatilität umgehen. Es sind also genau die Institutionen, die extrem aggressiv aktuell bei den Spot-ETFs einkaufen, höchstwahrscheinlich die dann auch auf dem Futures-Markt short sind, zumindest wenn man sich eben die Hedgefonds anschaut. Denn es gibt diese Preisdifferenz, von der man, wenn man mit genug Geld arbeitet, auch stark profitieren kann, auch wenn es momentan nur so 2-3% sind, zumindest auf Binance. Letztendlich ist es also kein Zeichen dafür, dass irgendwie die ganzen Institutionen einen Crash erwarten und daher wir auch irgendwie einen Abverkauf erwarten müssen, genau deshalb, sondern es ist vielmehr einfach ein Zeichen dafür, dass wir eine große und starke Adoption haben, sei es über den Kauf von Spot-ETF-Anteilen oder aber auch über den Futures-Markt und hier genauso eben auch über Short-Positionen, um eben diese Cash-and-Carry-Strategie zu nutzen. Am Ende sind es aber trotzdem stinknormale Short-Positionen, bedeutet, wenn der Kurs steigt, obwohl die Institutionen ihren Arbitragegewinn absahnen, werden diese Positionen liquidiert. Und das ist den Institutionen mehr oder weniger egal, weil sie eben ihren Arbitragegewinn haben. Es hat aber trotzdem einen Einfluss auf den Markt. Und da kommt eben die Frage auf, könnte das zu einem massiven Short Squeeze führen, der den Kurs explosiv nach oben treibt? Der Analyst Kyle Dubes schreibt beispielsweise, indem sie über Futures shorten und Spot-ETFs aufkaufen, genau diese Strategie, die wir uns angeschaut haben, bereiten sie die Bühne vor für eine Preisexplosion, wenn diese Shorts geschlossen werden. Und da muss ich sagen, ja, wenn viele Shorts geschlossen werden und vor allem auf einmal geschlossen werden, dann ist es gut möglich, dass wir einen Domino-Effekt bekommen, der letztendlich den Preis explosiv nach oben treibt. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese ganzen Hedgefonds-Shorts auf einmal jetzt liquidiert werden. Ich meine, seit 2023, also jetzt seit 1,5 Jahren, stieg die Größe der Shorts mehr oder weniger kontinuierlich an, ohne einen riesigen Dip. Und wenn man in dieser Statistik mal größere Einbrüche gesehen hat, dann erfolgen diese auch über mehrere Monate und nicht in wenigen Stunden oder wenigen Tagen. Außerdem, und das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, diese Hedgefonds-Shorts sind natürlich nicht alle Shorts, bedeutet, wenn man wirklich identifizieren will, wann und ob ein Short-Squeeze möglicherweise bevorsteht, dann schaut man sich lieber das Gesamtbild an und das beispielsweise über die Liquidationszonen und dort sehen wir, bei knapp unter 72.000 aktuell werden extrem viele Shorts liquidiert und das Erreichen dieses Preises könnte also einen Short Squeeze auslösen. Allein die Shorts der Institutionen haben darauf aber nur recht wenig Einfluss. Falls diese ganze Situation dadurch etwas klarer geworden ist, lasst dem Video gerne ein Like da. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, um meine Arbeit hier zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.